Ja, von der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trailer Go. Bei mir ist Sonntag, bei euch ist Montag. Noch 4 Tage bis zum Update. Und wir werden heute noch nebenbei eine Mega-Entwicklung machen. Aber das Update hat ja nicht nur gute Seiten, ne? Ich hoffe, das wisst ihr. Wir haben jetzt die letzten Tage ein bisschen über das gute Zeug gequatscht, aber es hat durchaus auch, wie gesagt, negative Aspekte. Ein negativer Aspekt ist zum Beispiel, dass die Monster-Revolte angepasst wird. Gegner werden deutlich stärker, es gibt keine Debuffs mehr, sprich zum Beispiel die Gigantina-Huber-Kombo funktioniert nicht mehr. Und das Schlimmere ist eigentlich, dass sich die Gegner an unsere Stärke anpassen. Gerade die Geschwindigkeit. Du hast ein Pokémon, dein schnellstes Pokémon bei mir ist glaube ich Huber mit 13.000 Init. Und dann haben die in der Monster-Revolte 13.000 Init. Weil es sich nach meinem Stärksten orientiert. Das wird halt echt nicht witzig. Da werden uns viele, viele Diamanten verloren gehen. Das ist halt wirklich ein negativer Aspekt von dem ganzen Update. Aber, weiß ich jetzt nicht, ob das im Nachhinein besser ist. Klar, wir kriegen Foxland, wir kriegen alles Mögliche, damit ist es Aufladen besser. Aber die Free-to-Play-Spieler werden da ein bisschen zurückgelassen. Weil dass die Monster-Revolte schwieriger wird, ne, finde ich an sich eigentlich richtig, weil wir auch stärker werden. Aber das ist dann halt direkt ein Sprung, wo es am Tag bestimmt mir 500, 600 Diamanten fehlen. Und das ist halt hochgerechnet echt eine Menge. Und wie gleicht man das aus durch Aufladen? Ist halt jetzt gerade eine Taktik, wo ich mir denke, jo, gut gespielt, Leute. Und eigentlich wollte ich ja nicht aufladen. Das ist halt so mein Hauptproblem. Ich möchte eigentlich nicht weiter in das Spiel investieren, aber wenn du halt oben mitspielen möchtest oder den Serverplatz halten möchtest, musst du investieren. Das fuckt mich tatsächlich ein bisschen stark ab. Vielleicht gibt es auch neue Modi, wo man andere Diamanten herbekommt, dann wäre das irgendwo fair. Aber, nicht ganz so geil, finde ich. Ich muss jetzt aber mal die Mega-Entwicklung nicht außen acht lassen, das entwickeln wir eigentlich mega, wir gehen einfach mal von oben nach unten. Ich bin für Angriff, das erste Angriffsmonster wäre Kangama. Nehmen halt Kangama. Normal Kangama ist hier. Freundschaft. Dann nehmen wir mal das hier. Ah, es ist. Ich bin gespannt, wie es wird, sagen wir es mal so. Und welche neuen Bugs reinkommen werden. Das wird eigentlich die größere Frage. Weil bugfrei bleibt der ganze Spaß nicht. Ich meine, allein, wir haben jetzt 5 oder 6 Bugs ins Spiel reinbekommen, ohne dass ein Update stattfand. Wie viele Bugs kommt dann rein, wenn ein Update stattfand? Davor habe ich ein bisschen Respekt. Und halt die Monster-Revolte, das wird halt... das kann einem wirklich das Genick brechen. So. Wir können fast noch eine zweite machen. Aber eins nach dem anderen, heute kommt Mega Kangama dran. Das Kind ist erwachsen geworden und prügelt jetzt fleißig mit. So. Bin ich wirklich, auch wirklich, ja, skeptisch fast schon. Weil gerade wenn wirklich 500 Diamanten am Tag fehlen und du kannst ja, indem du stärker wirst, nicht unbedingt mehr Lastsitz erreichen, sondern ist die Pokémon passen sich ja der Stärke an. Das ist halt... Ist es jetzt fair? Was? Weiß ich nicht. Kommt man da jetzt nur noch mit Sacrifice-Teams weiter? I don't know. Das ist wirklich das, wo ich denke, könnte nach hinten losgehen. Aber Foxland kommt dann halt und sagt, jo, gar kein Stress, lad auf und du bekommst extra 4 Diamanten. Und alles so, oh. Und die Inhaber ist schon auf Malediv. Malediv, da hatte ich gerade einen richtigen Hänger. Da hat mein Gehirn einfach kurz gesagt, Julian, ne. Die Besitzer des Spiels sitzen dann schon auf Malediven.
koksen sich da einen ab und lachen über uns, dass wir wieder Geld investieren. Und das wird passieren. Ich meine zum Beispiel Styles bei uns, der hat jetzt gefühlt ewig nicht mehr gespielt, spielt jetzt wieder und ist VIP 19 und Platz. Können wir gleich mal gucken, wo er ist. Ich muss immer das richtige Team reinmachen. Bevor ich es vergesse, ist der noch im Chat? Hier ist Styles, VIP 19. Platz 21. Platz 21. Das ist halt wirklich ein absolutes Trauerspiel. Und durch Foxland wird das Ganze eigentlich noch, denke ich, ein Ticken schlimmer. Weil dann können solche Bauern, ne, es wird dann wahrscheinlich auch das Sun and Moon Event geben, wie auf der Englischen, weil wir passen uns gerade mehr der Englischen an als den anderen. Dann kann man zum Beispiel für 150.000 Diamanten, glaube ich, sich Sun holen bei einem Event. Durch so einen Lucky Spin oder was das ist. Und nochmal für 150.000 danach Moon. Dann hat man für 300.000 beide. Hat extrem starkes Team. Und das nur, weil du einfach ein bisschen Foxland gemacht hast. Das ist halt das, wo ich denke, das könnte böse ausgehen, Leute. Aber das ist natürlich gewollt. Es soll Geld damit verdient werden. Wie wird Geld verdient? Indem du Anreize schaffst. Ich hoffe nur, dass der Verbrauch dementsprechend wird. Wir machen uns aber, denke ich, trotzdem die deutsche Version komplett kaputt mit Foxland. Auch wenn sie dann den Auflade-Rewards wie in der Englischen machen, kriegst du da ein Ho-Oh-Set, wenn du 48.000 auflädst, bla bla bla. Es ist dann quasi nichts mehr was wert. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Weil, wie geht's denn weiter? In der Englischen ist jetzt, glaube ich, Shadow Ball Mewtwo draußen. Mega geiles Vieh. Bei uns geht es dann erstmal weiter. Es wird dann erstmal sich wieder Sun Moon einpickeln. So wie es in der Englischen war, dass es dann der Hauptmeter wird. Dann haben wir ein Hooper-Team. Dann kommt das Ultra Necrozma. Dann hat man ein Drachenteam. Dann hat man das D&D-Team und ein Hooper-Team. Und so kommt dann immer einer oben drauf und ist quasi eine Endlosspirale beim Pay nach oben. Die könnte man ja entkommen, indem man einfach mal sagt, hier, Sun and Moon umgehe ich. Ich gehe direkt dann für das Ultra Necrozma. Dann kommt aber Shadow Ball Mewtwo und setzt wieder einen oben drauf. Ist halt nicht so einfach. Ich überlege auch, ob ich dann einfach, wenn der Verbrauch mal wieder dementsprechend ist, alles ins Hauptquartier reinballer. Weil Koopa ist ja an sich ein mega geiles Pokémon. Und mit Zorak könnte ich mir dann ziehen. Kostet in Anführungszeichen nur 40.000. Wäre das ein D&D-Counter? Gibt Möglichkeiten. Könnten wir zum Beispiel auch mal, wenn man wieder einen Shop-Rabatt wäre, Raikou und Suicune holen, dann könntest du langsam Richtung Alquasar gehen und da erweitertes Wohlwollen machen, dann klatscht das natürlich im Drachenteam mit dem Ultra Necros mal mega rein. Aber das ist dann quasi, kann man Giratina spielen, mit Hooper zusammen, ist man automatisch effektiv gegen alles, mit dem Ultra Necros mal auch effektiv gegen alles, weil das den Gegner zu Drache umwandelt. Dann stehen wir da. Dann sind Typen wirklich komplett für den Arsch. Und der Grundgedanke von Pokémon ist damit auch komplett im Arsch. Wenn du einfach dann minimale Ultra-Viecher hast, die einfach alles zerkloppen und es kommt nicht mehr drauf an, was für ein Typ du hast. Weil mit Typenvorteil kannst du teilweise viel Kraft ausgleichen. Das ist dann einfach nur noch, jeder hat das gleiche Team. Wer hat mehr in Durchbrüchen drin? Mehr geht's dann schon gar nicht mehr. Das ist halt wirklich schade. Und das macht das Spiel dann, denke ich, auch kaputt. Und ich hoffe, dass ich es beibehalte, dass ich nichts investieren werde. Vielleicht eine Monatskarte, das ist aber wirklich Maximum. Bin ich gespannt. Wobei, selbst die Monatskarte will ich eigentlich nicht mehr investieren. Ich möchte das Spiel eigentlich jetzt so weiterspielen, wie ich es habe. Keine Monatskarte, nichts mehr. Einfach aus dem Grundgedanke heraus, das Spiel existiert jetzt fast 2 Jahre.
Seit fast 2 Jahren kam kein großes Update. Jetzt nach 2 Jahren kam das erste große, also richtig große Update. Und was ist, wenn es danach wieder heißt, jo, wir sehen uns in 2 Jahren wieder? Das ist halt für mich totaler Blödsinn. Dann investieren wir alle kurzfristig 1000 Euro. Die Spielmacher freuen sich, dann pilmeln wir wieder 2 Jahre rum, bekommen nichts, bis wir wieder komplett auf Barrikaden gehen. Dann heißt es, ja, tut uns leid, wir machen die Version wieder besser. Und erst dann bekommen wir wieder was. Weil die Grundeinstellung ist immer ja selbst, ich habe ja die Patch-Notizen vorgelesen, sie sind miserabel übersetzt, sie sind teilweise doppelt, um einfach falsche Versprechungen zu machen, 38 Funktionen. Ich glaube, am Ende waren es 30 oder ein bisschen weniger. Trotzdem doppelt gemoppelt, alles einzeln aufgelistet. Ich weiß es nicht. Es kann halt wirklich sein, dass sie uns damit ein bisschen locken wollen, um dann uns wieder in die Fresse zu schlagen. Das befürchte ich ja fast. Deswegen werde ich hoffentlich, wie gesagt, ich versuch's. Ne? Wenn mich dann an dem einen Tag reitet, hier, ich muss heute was aufladen, dann kann ich mich wahrscheinlich selbst schwierig stoppen. Aber ich möchte halt das Spiel, wenn es dann wirklich so ist, möglichst lange genießen können, damit ich nicht wieder an dem Punkt bin, ich höre auf, wenn nichts Neues kommt, weil ich denke wirklich, danach wird eine lange Zeit nichts Neues kommen. Es wird gegen Mai, Juni, vielleicht sogar Ende April wieder das Geburtstagsevent kommen hier. Tolle Pokémon-Fanggebiet, wahrscheinlich wieder Deoxys, Kapukime, Raikou, Vesprit, die ganzen Standard-Pokémon, die wir schon mal hatten. Weil sich nichts Neues einfallen lassen. Und wenn es dann so kommt wie in der Englischen, dass man sich Eschpanferno, Heatran und sowas im hochwertigen Fanggebiet holen kann, ja, gute Nacht. Gut, Eschpanferno wird ein bisschen schlechter. Machete zum Beispiel ist dann deutlich besser als Panferno, weil es dann einfach die Overlord-Farben hat oder bei uns der Herrscherform. Hat Panferno nicht, bekommt sie hoffentlich auch nicht. Aber dann kristallisiert sich halt wieder das Gleiche raus. Haben alle wieder, gibt es 5 Meta-Teams. DND, Ultra Necrozma, Hooper, Flug und Schlinking. Und das war's. Das finde ich halt wirklich. Da merkt man halt, dass es nicht von Pokémon direkt kommt, weil der Grundgedanke Typeneffektivität im Arsch ist. Also nicht im Arsch, klar, Giratina mit dem Debuff macht's auch klasse für mich. Ne? Mir ist das Gegnerteam eigentlich egal, weil ich immer gegen Geist kämpfe durch Giratina. Aber es ist halt langweilig, weil Gegner können ja zum Beispiel sagen, hier, ich spiele Kampfteam. Gut, gegen Geist ist ein bisschen sinnlos, aber ich spiele ein normales Team. Gut, gegen Geist auch sinnlos, aber ich spiele ein Unlicht-Team. Und ich sage dann einfach, ja, das ist schön, du bist effektiv gegen mich, aber interessiert mich nicht, weil du eh Geist wirst, dann bin ich auch effektiv gegen dich. Und der andere ist dann einfach da, ja, da hast du recht, aber und ich dann nee, nix, aber easy win. Das ist halt, denke ich, da verliere ich dann die Lust am Spiel, weil ist ja schon mit Huber Giratina so. Macht sehr viel kaputt. Statt einfach mal alle ähnlich zu balancen, dass ein Elektro-Team wirklich eigentlich nahezu immer gegen Flugteam gewinnt, dass der Typ wieder in den Mittelpunkt kommt, das ist nicht gegeben. Das finde ich schade. Macht alles kaputt. Alles. Guck mal hier, jetzt allein bei uns die Kraft. Ich bin gerade so nach Platz 2. Crossy ist ganz knapp hinter mir. Komisches Team. Aber meine ich werde durch das neue Update gut Kraft generieren können. Aber es wird dann halt, dann kommt ein neuer Modi, der wieder Kraft bringt. Das ist quasi wie so eine Endlosschleife, wo man mehr Kraft bekommt und letztendlich pegelt sich eh alles wieder auf einem Level ein. Außer Despacito, ehemalig Nudes, ehemalig Styles, wie er auch immer hieß, der ist halt ein paar Level über uns. Ist eigentlich mittlerweile Platz 1 im Interserver. In der Server? 15 Millionen. 15,4 hat Shaloon. Kim ist mittlerweile auf Platz 10 mit 15,7. Das ist halt, ne?
Aber okay, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Haltet durch. Bis Donnerstag. Da kommt's Update. Sonst bis zum Wochenende. Tschö mit Ö, ihr kleinen Pimmelnasen. It's okay to sit with shitheads. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine.